So, da sind wir wieder bei Seven Dice. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Aufgabe hier. Und ich vermute mal hier hoch. Na komm. Sollen wir? Na, wir sollen hier das Fenster. Oho. Oh. Oh. Also, da ist nur der halbe Meter da. Komm her, ich kümmere mich erst um die schlanke Buschi hier. Gehst mir auf den Sack, du. So, warte mal. Wir machen mal von hier oben erstmal weiter. So eine Frechheit, schau dir das mal an hier. Und alles bricht ein. Ja gut, dann leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Stockwerk da. Verrottete Gammelbude, ey. Kochtopf nehmen wir mit, den machen wir gleich, den scrapen wir gleich auseinander. So eine Scheißbude hier. Tschüss. Aber wie kann man dann da oben schauen? Ich will ja da oben noch was schauen eigentlich. Was ist das? Achso, ist das schon das, was wir holen müssen? Hervorragend. Was sag ich dazu mal? Ist denn da auch noch so eine Gammeltreppe? Achso, das ist eh da, wo ich herkam, oder? Bin ich da hergekommen? Ja, ne? Ja, sicher. Wenn ich jetzt hier nur in den Keller fliege, ne? So, sag ich mal her. Das hier, tschüss. Das kann man nicht mal, das ist schon. Passt mal, haben wir nicht. Das ist aber auch ein Scheißloch hier. Okay. Okay, die Lampe ist noch da. Gehen wir mal nach hier. Wir folgen ja immer dem Weg. So, mal gucken, ne? Da haben wir schon 10 und dann werden sie wieder so wild. Oh. Naja, dann machen wir mal zu. Gehst du immer so aufs Scheißhaus rauf, einfach ohne zu fragen, oder was? Komm her, komm. Zappelschädel da. Die habe ich noch gar nicht. Ja, doch, wollte ich schon sagen. Okay, das haben wir weiter. Checken wir erstmal, hier könnten wir eigentlich noch Cobblestone holen, ne? Kriegen wir eh 100 in den Arsch geschoben. Da waren wir, okay. Oh, wir checken erstmal aus. Okay, muss ich das weghacken hier oder was? Sieht wohl so aus, ne? Da geht's noch nach oben. So, da haben wir schon wieder die lustige Musik. Jetzt werden die wieder alle so geil. Aber hier ist keine Sau mehr, oder was? Ah, Quatsch, da pennt einer hinter. Hundertprozentig pennt da einer. Nö? Doch nicht, ja? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Nö, hier ist keine Sau mehr. Sieht ja abgefahren aus. Irgendeiner ist das schon wieder geil geworden. Hey, wo kommt denn die Fettsau schon wieder her? Oh. Komm her. Oh.
willst du mal wissen, Alter. Warum ist immer die dicke Mutti oben irgendwo? Das gibt's ja gar nicht. Soll mir mal einer erklären, wie die da hochkommt? Aber ist gemein, ne? Das war ein gemeiner Trick, ne? Hinterhältig ist die auch noch. Gute. Ich würde sagen, wir nehmen den Cobblestone auf jeden Fall mit. Oh Gott, ich bin schon wieder fett überladen. Ist da wohl noch was? Ah, sieht nicht so aus. Okay, ja, dann können wir hier runter, ne? Jo, was soll's. Hat der Trottel schon zu wahrscheinlich, ne? Jetzt könnten wir noch in der Garage zu einem Auto. Und dann was? Achso, das Ding ist kaputt. Ich denke, was das für Geräusche von sich gibt jetzt. So ein Spaten wäre auch mal was Gescheites, wenn wir da mal einen Gescheiten kriegen würden. Ne? Komm hier, das machen wir hier weg. Aha. Da kann ich nicht rüber? Okay. Oh, ein Köter. Oh, oh. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Köter. Ist das hier die Garage, ne? Ich glaube. Ja, der Hund kloppt mit dem Zombie. Das ist ein richtiger Hund. Guck mal her, kann ich dir hier durch die Tür 1 aufs Restrett geben? Da ist die Dicksau hier, Alter. Hängst am Geländer, ja? Entspann dich bitte. Ganz entspannt, Kollege. Ein Haufen Scheiße. Na Gott sei Dank. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal einen flotten Otto hier. Oh oh, ach der ist hin, ne? Dann gib mir her. Wer ist mit ihm? Kommt er hier? Schafft er es hier hin, oder? Nein, er ist zu blöd, glaube ich. Gib mir das ganze Fleisch. Lauf hier aufs Moped. Tschüss, ihr Ärsche. Oh, jetzt haben wir schon Tag 6. Das heißt, morgen ist schon der Tag, ne? Morgen ist schon der Tag der Tage. Ne, übermorgen, weil wir haben ja schon 0 Uhr. Schau mal hier, der Lustige. Ja, ja. Ich könnte ja noch was ins Bike tun, ne? Aber jetzt fahren wir eh nach Hause drauf geschissen. Können wir hier querfeldein, ne?
Müssen wir mal gucken, wie lange wir hier bleiben, weil diese eine 10.000 heute. Oh, das können wir immer noch holen. Das ist ja scheißegal. Wir werden erstmal hier drin bleiben. Und wenn wir merken, die fetzen uns alles kaputt und ich habe das, was ich eigentlich nicht, was ich bauen wollte, noch nicht fertig, dann können wir immer noch rübergehen. Aber ich denke. Ich weiß wieder nicht, habe ich dazu gemacht? Ja. Dann ist wurscht. Ich denke, dass das eh fertig werden wird. Ist ja schon eine Menge Zeugs hier gesammelt. Auf jeden Fall. Aber hier den benutzen wir. Haben wir schon 1000 Kabels. Wie sieht's aus? Was beißen wir denn mal? Komm, wir beißen mal hier das beschissene Fleisch weg. Und können gleich aufsaufen darauf. Das macht gerade mal 10 nach und haut dir die Hälfte Wasser runter. Das ist ja auch absurd. Ja. Haben wir immer noch so viel davon. Komm her, saufen wir hier gleich. Gleich drei Stück rein. So. So. Warte mal, hatte ich hier nicht noch. Ich sollte wirklich mal ein bisschen aufräumen, zumindest ein bisschen, aber das ist. So ist das. Die Mottung war auch erstmal weg. Ich hoffe immer noch auf was Gescheiteres. Hatte ich hier nicht 20 noch von dieser Plörre? Das gibt's ja nicht. Ich dachte, ich hätte was von der Plörre, aber ich hab nichts. Oder bin ich blind einfach nur? Das kann natürlich immer wieder passieren, ne? Aber ich sehe es nicht. Na, ich habe keine. Habe ich vielleicht schon abgekocht? Ist hier noch was drin? Nö. Nö. Na, anscheinend wirklich nicht. Oder ich bin halt komplett bekloppt im Kopf, ey. Aber ich sehe nichts. Egal, ich wollte sowieso erstmal hier kommen. Wenn wir schon über haben, was machen wir denn? Was machen wir denn? Wie sieht's denn hier aus? Was kann ich denn? Gar nichts. Das ist gut. Ach so, weil ich mir erst hier durchhauen wollte, ne? Was brauchen wir für ein Prügelpeterchen? 5. Stärke der nächste ist ein Punkt. Okay. Okay. Ich will aber Betonscheiße machen hier. Zementmischer. Okay. Da brauchen wir Level 4. Ach komm, Alter. Egal, hauen wir es rein. Weil. Dann können wir. Mechaniker. Fahrradmechaniker. Brauchen wir auch zwei. Jetzt machen wir aber erstmal hier. Da kriegen wir Arbeitsstationen und Zementmischer. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal hervorragend. Aber ich habe so eine Ahnung und zwar für, wie heißt denn das Ding? Werkbank? Tatsache. Da brauche ich einen Hammer, was nicht das Problem ist, aber ich brauche einen Schraubenschlüssel. Und davon habe ich nur den einen, oder? Ein Hämmerchen haben wir noch zwei sogar, das ist schon mal gut. Aber den Schraubenhorst habe ich nur einmal. Aber den brauchen wir noch. Komm, sag mir, dass ich noch einen habe. Nein, ich habe keinen.
Und um den zu bauen, brauche ich mit Sicherheit eine Werkbank, weil ich weiß, ich hatte ja das Rezept. Wie heißt der Schrauben? Wie heißt denn das Ding? Schraubenschlüssel, ja. Na, den kann ich so herstellen. Okidoki. Mechanische. Entschuldigung. Mechanische. Haben wir. Klebeband müsste ich auch haben, glaube ich. Klebeband. Ich dachte, ich hätte Klebeband. Aber dachte ich nur. Aber hier, die können wir hier mal einbauen, hier. Na, ich habe kein Klebeband, ne? Was macht das hier eigentlich? Reinigt jegliches Wasser. Das ist ja interessant. Das müssen wir mal ausprobieren. Aber jetzt, da habe ich jetzt die Funzel drin, ne? Sag mal, habe ich überhaupt kein Klebeband? Ich habe doch schon mal Klebeband gefunden, oder bin ich blöd? Komm, dann leck mich am Arsch damit. Da habe ich zwei sogar. Na also, zwei Klebeband. Was brauche ich noch für den Rotz? Geschmiedetes Eisen, das wir eh nicht haben, ne? Da habe ich nur vier. Okay. Dann tun wir das mal dahin. Das tun wir mal dahin. Das tun wir mal dahin. Jetzt. Was brauchen wir denn für den Beton, Heini? Na, wer ist der hier? Zementmischer? So. Das muss man an der Werkbank machen. Dann brauchen wir auch geschmiedetes Eisen. Okay, dann brauchen wir jetzt als erstes mal. Wie heißen die? Schmiede? Schmiede. Kleiner Stein haben wir. Lehm müsste ich haben. Leder. Klebeband brauchen wir drei. Okay, kurzes Eisenrohr. Okay. Dann brauchen wir noch Klebeband auf jeden Fall. Was ist denn das? Wie komme ich denn da hin? So. Okay, deswegen habe ich die wahrscheinlich auch noch nicht benutzt. So, wir die mal noch da so lange. Hier muss endlich mal aufräumen einer. Das gibt's ja nicht. Vielleicht mache ich das mal hier zwischen den Folgen einfach mal. Weil das ist mir sonst zu blöd. 4 Uhr. Warte mal, gib mal hier Knochen. Ja, dann reparieren wir das Moped einfach mal. So, tschüss mit dem. Ich glaube, aus Knochen kann man Klebstoff, aber aus Klebstoff irgendwie macht man die scheiß Dinger. Ich muss mir das alles mal in Ruhe anschauen. So. Und Tag 6 ist gut. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ach so, der hat ja wieder nicht auf, der Trottel, ey. Frechheit ist das. Schauen wir mal. Joa. Ich wollte mal hier reinschauen, Kollegen. Was hier noch so alles ist. Komm her, Locke. Ups. Schau, die Mutti hat's eilig. Ja. Tja, der Kriecher hat schon wieder meinen Zaun da. Der hat. Hör mal her. Du machst hier meinen Zaun kaputt, oder was? Arsch, du.
Da kommt ein Huhn vom Dach geflogen, du. Glaub's ja nicht. Guck mal, hier ist niemand. Da ist ein Zementmischer. Ich halte es nie aus. Aber er ist zerstört. Schade. Schade. Komm, dann fahren wir gleich mal auseinander hier. Ah, von oben, okay. Ja, dann komm, komm runter. Achso, warte mal, machen wir erst den hier. Dein Kollege. Hör mal zu. Kümmerst dich hier nicht ums Auto, was regst du hier auf hier? Jo, dann bleib da oben und mach da was auch immer du da machst. Da war schon wieder ein Motörchen dabei. Ich gehe auf jeden Fall noch auf das Motörchen drauf, da kann man sicher sein. Auf den Tüftler Heini da. Guck mal, hier haben wir Zement, da haben wir noch Kisten. Was ist denn mit dir da oben? Kommst du denn mal runter oder was machst du da, ey? Da kommen wir nicht ran, ne? Ah, er hat schon auf. Komm doch mal her. Ach, jetzt kommst du. Ich sag ja, Alter. Ich hab schon gewusst, dass du mir auf den Kopf scheißen willst. War da oben noch einer? Was ist denn mit dir? Guck mal, Alter, wenn du so tust, ne? Dann ja, dann kriegst du es ab. Wenn du so blöd bist, hast du es nicht anders verdient. Können wir noch ein bisschen rumscheißen, Baustellenkisten. Ey. Das ist ja, oh, das ist ja mal richtig gut. Ja. Ist da drin? Oh. Oh, wow. Die habe ich noch gebraucht. Das war jetzt. Das ist gut. Nee. Okay. Da ist noch so eine Gammelbox. Verschissene Nägel. Okay, jetzt haben wir hier noch Zement, dies, das. Ich sehe schon, aber jetzt schauen wir erstmal nochmal nach oben hier. Da hinten liegt eine Tasche. So, 400 Holz, das ist für einfach so. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt den Scheiß hier nur abbauen, ne? Ah, warte mal. Kommt jetzt hier ein Geier oder was? Aha, mit Leiter, sehr gut. Weil. Aber ich schau trotzdem mal. Na, hier ist gar nichts. Okay, ja, dann gehen wir hier runter. Ist nämlich noch ein. Ah, guck mal, der pennt da. Ja, komm her. Was ist denn? Hey. Hast du den Computer in Ruhe? Hallo.
Ja, eine Dreierachse ist ja mal was Besseres jetzt hier. Kaum zu glauben. Nee, das sieht doch schon wieder verdächtig aus da. Da ist keiner am Scheißen, glaube ich. Na? Ausnahmsweise mal nicht. Was war das? Achso, das war die Zange für Strom, ne? Was war es? Hier ein bisschen Kaffeepulver, natürlich. Das war's schon, ne? Komm hier, den brauchen wir auch nicht. Können wir auch weghauen. Ja gut, ne? Das war's hier. Ist natürlich alles zu. Gehen wir halt wieder hier hoch. Ich werde dann noch schauen. Wie komme ich da hinten an die... Ah! Vielleicht von oben, ne? So soll's sein. Was haben wir denn da? Gammelige Stiefel. Die zerlegen wir. Zack, nehmen wir mit. Jo, könnte man noch den ganzen Zement mitnehmen, ne? Aber habe ich jetzt keine Lust. Man weiß, dass er da ist. Das ist schon mal gut. Wir gehen zu unserem lustigen Kollegen. Aber das erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst.